إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. Erstmal, meine lieben Geschwister, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Möge Allahs Frieden, Segen und Barmherzigkeit mit euch allen sein. Ich wollte kurz ein paar Worte loswerden wegen der Kinderserie, die ich nicht letzten, sondern vorletzten Sonntag fertig aufgenommen habe. Loswerden. Und zwar am 20. Oktober 2020 habe ich angefangen, eine Serie aufzunehmen, die ursprünglich gedacht war für Grundschulkinder. Im Endeffekt ist es aber, was aber im Endeffekt dabei rausgekommen ist, ist eine Serie, die nicht nur nützlich für Grundschulkinder ist, sondern auch für Erwachsene sehr nützlich ist. Und deswegen werden wir die Serie wahrscheinlich nennen Islamische Akida oder Islamische Glaubenslehre oder die sechs Säulen des Iman, kinderleicht gemacht. Weil es wirklich kinderleicht ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht das beste Projekt ist, was ich jemals gemacht habe, ehrlich gesagt. Die Grundidee dahinter war folgendes gewesen. Ich bin selber Vater von 5 Kindern und ich habe teilweise in Ägypten gelebt, wo beispielsweise mein ältester Sohn auf eine Azhar-Schule gegangen ist. Und ich habe dort gesehen, wie viel die Kinder täglich islamisches Wissen bekommen. Ja, wie viel sie dort täglich auswendig lernen müssen und von der Religion lernen und dann auch im Alltag. Und ich habe durch meine Dawa-Aktivität seit fast 20 Jahren, man kann eigentlich sagen seit 20 Jahren, weil selbst bevor ich online gegangen bin oder in den Social Media angefangen habe oder im Internet angefangen habe, Dawa zu machen, haben wir eigentlich vorher schon Dawa gemacht. Ja, also ich kann sagen, ich bin eigentlich schon seit 20 Jahren dabei und ich habe so viele Leute getroffen, auch besorgte Eltern getroffen, die sich Gedanken machen, wie kann man in dieser Verwirrung, die auch gestiftet wird, teilweise durch Lehrer, teilweise durch falsche Prediger, teilweise durch die Gesellschaft, wie kann man es in diesem Umfeld schaffen, das islamische Wissen so leicht wie möglich, mit so wenig Zeitaufwand wie möglich, so effizient wie möglich Kindern beibringen. Auch wenn, wie betont, es hier bei dieser Vortragsserie nicht nur um Kinder geht. Aber das war eben der Grundgedanke gewesen. Das war eben der Grundgedanke. Wie kann man Kinder sozusagen mit dem Wissen ausrüsten, was ihnen dabei hilft, mit der Gesellschaft hier
auf Vorwürfe gegenüber dem Islam zu antworten. Denn prinzipiell dreht sich im Endeffekt alles um die sechs Säulen des Iman. Das ist einigen Leuten gar nicht so bewusst. Die werden vielleicht sagen, ja, okay, Abu Hamza, aber da hättest du vielleicht eher das machen sollen oder eher das. Erstmal, ich wollte dir kurz etwas zu sagen, weil ich höre jetzt schon Leute, weil auf der Instagram-Seite Pierre Vogel Support, die wird von einem Freund von mir verwaltet, ich verwalte die nicht selber, da wurden schon kleine Ausschnitte aus den Vorträgen gezeigt. Und da geben dann irgendwelche Leute ihre Ratschläge. Guck mal, wer einen Ratschlag hat, soll einfach selber eine Serie machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin jemand, der vom Fach ist, der in der ersten Reihe steht. Und glaub mir, ich weiß schon, was ich mache. Und ich kann nicht auf jeden einzelnen Hinz und Kunz im Internet, den ich sehe, hören, was ich zu tun und zu machen habe. Ja? Das heißt, es wird vielleicht einer sagen, ja, aber vielleicht sollte man auf diese Sache oder auf jene Sache antworten. Prinzipiell alle Regeln des Islam, die angegriffen werden, gehen auf welche Säule des Iman zurück? Alle Regeln des Islam, die angegriffen werden, gehen auf welche Säule des Islam zurück? Auf den Glauben an die Propheten. Und unter dem Glauben an die Propheten, auf den Glauben an den Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam. Denn das Problem, was jemand hat, warum er diese Regel ablehnt, ist nicht die Regel an sich, das Kopftuch an sich. Das Problem ist, dass er nicht an den Propheten Muhammad alayhi salatu wassalam glaubt und an die Zeichen, die er von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Das ist das Problem. Denn wenn er glaubt, dass er ein Prophet ist und wenn er glaubt, dass er ein Prophet von Allah ist und dass Allah ihn gesandt hat, dann wird er auch akzeptieren, wenn Allah zu ihm sagt, du musst dich auf einem Bein jeden Tag 2 Stunden an die Wand stellen. Es sei denn, er hat wie Iblis Kibber im Herzen. Hochmut im Herzen. Aber Hochmut im Herzen ist nicht etwas, was für mich in einer Videoserie zu beseitigen ist. Auf jeden Fall. Für Kinder der Muslime ist es einfach zu wissen, zu verstehen, warum glauben wir an den Propheten Mohammed und warum akzeptieren wir alles, was der Prophet Mohammed alayhi salatu wassalam gebracht hat. Ja? So, das heißt, ich habe mir Gedanken gemacht, okay, wie könnte man das so leicht wie möglich und so interessant wie möglich machen? Erstmal, warum überhaupt so leicht wie möglich? Warum so leicht wie möglich? Ja, Abu Hamza, warum bist du nicht auf die Idee gekommen? Warum hast du nicht gesagt, Nuranier lernen und jeden Tag zwei Seiten vom Koran auswendig lernen und jeden Tag dieses und jenes auswendig lernen und die Akida von dem und dem auswendig lernen und Akida Tahawiyah und so weiter und so fort. Warum hast du nicht das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Im Gegensatz zu Ägypten haben die meisten Kinder hier keine Zeit und nicht die Atmosphäre, um auf diese Art und Weise die Religion zu lernen. Haben sie nicht. Und ich habe schon sehr häufig gesehen, dass Leute hier angefangen haben, Projekte zu machen, wo sie sich viel vorgenommen haben, wo sie gute Absichten hatten, wo aber im Endeffekt nicht viel bei rauskam, weil nach kurzer Zeit einfach das zu viel war für die Kinder. Die Kinder gehen hier zur Schule, die Kinder haben eine Menge zu tun mit der Schule, die Kinder haben eine Menge zu tun mit allen möglichen Sachen, ja, und da ist es für sie einfach nicht möglich, nochmal am Tag 3-4 Stunden Koran und so weiter auswendig zu lernen. Koran und andere, oder 6 Stunden. In Ägypten ist es teilweise so, dass die Kinder am Tag 6 Stunden mit islamischen Fächern zu tun haben. Oder in Saudi-Arabien. Das wird man hier nicht schaffen. Also was braucht man? Man braucht gezielt das Wissen, was sozusagen
der Survival-Kasten ist, der Überlebenskasten, um sich durch diese Fitna, die es hier gibt, durchzuflutschen. Und wundert euch nicht, wenn da so viel Verständnis von der Religion verbreitet wird, was vielleicht wichtiger ist und nützlicher ist, als vieles, was man vielleicht in Islamschulen in Mauretanien lernt. Es hört sich vielleicht dumm und arrogant an, aber es ist folgendermaßen. Ich versuche, die Religion auf eine Art und Weise beizubringen, wie sie passend ist für das Verständnis von einem Jugendlichen oder einem Kind, das in Deutschland aufwächst. Ja? Und da ist eine Sache ganz, ganz wichtig. Das Verständnis ist wichtiger als das Auswendiglernen. Deswegen, es gibt insgesamt 98 Module hier, die fertiggestellt wurden. Unser Plan ist, jede Woche ein Modul online zu setzen, auf einer spezifischen Plattform, für die man dann einen Zugang bekommt. Daran sind wir gerade noch am Arbeiten. Und zu diesem Modul gibt es dann spezifische Fragen, die jeden Tag 10 bis 20 Minuten wiederholt werden. Jedes Modul ist 10 bis circa 35 Minuten ungefähr von der Zeit. Das heißt, wir versuchen sozusagen das ganze islamische Wissen zu komprimieren in 98 Vorträgen. Das heißt, dass diese Serie ungefähr 2 Jahre dauert, man aber mit wenig wöchentlichen Aufwand, das heißt, man kann sagen, man lernt am Tag 10 bis 30 Minuten und hat am Ende aber nach 2 Jahren, dadurch, dass man wenig gemacht hat, aber über einen längeren Zeitraum ständig, hat man wirklich gefestigtes Wissen von bestimmten Sachen. Das heißt, zu jedem Modul werden dann Fragen gestellt, die muss man einfach nur wiederholen. Okay, was wurde da gestern gesagt? Antwort. Was wurde da gesagt? Antwort. Man hört sich das Modul einmal an. Kann man natürlich auch mehrmals. Und dann werden Fragen dazu gestellt, die man jeden Tag wiederholen muss. Und es wird ein Vers vom Koran auswendig gelernt. Ein Vers oder mehrere Verse zu einem bestimmten Thema, dass man das hat, wie einen Beweis. Am besten auf Arabisch und Deutsch, wenn man das nicht kann, nur auf Deutsch. Und am besten noch mit der Anhaltsangabe, damit man das später in der Dawa benutzen kann, mit dem, welcher Nummer das genau steht. Das heißt zum Beispiel Sure 50 Vers XY als Beispiel. Das ist das Ziel. Aber dann kann man das auch später noch mit, dann kann man das auch später noch benutzen als, wie heißt es, für die Dawa. Beispielsweise im ersten Vortrag geht es darüber, dass der Islam die größte Gnade ist. Also erstmal die Einleitung sozusagen, dass man sich bewusst ist als Kind, warum bin ich Muslim? Warum ist der Islam die größte Gnadengabe, die es gibt? Kurz zusammengefasst mit einem Vers vom Koran, den man auswendig lernt und bestimmten Fragen dazu. Dann geht es weiter über den Sinn des Lebens. Kurz zusammengefasst wieder mit einem Vers vom Koran, den man dazu auswendig lernt. Warum ist das der Sinn des Lebens? Warum hat Allah mich erschaffen? Dann geht es weiter, dass der Islam eine Religion für alle Menschen ist. Nicht nur damit man auch das Bewusstsein bekommt, dass man den Islam verbreiten will und damit dieses Vorurteil, was auch so geschürt wird, das beispielsweise so vermittelt wird, dass es nur für die Araber oder so eine arabische Religion, dass dieses Vorurteil abgebaut wird. Ja? Dann geht es weiter mit, was ist die schlimmste Sünde? Weil das ist wichtig zu wissen, was die schlimmste Sünde ist. Ja? Und dann natürlich wieder einen Vers dazu. Dann wird erklärt, was Wajib ist, was Mustahab ist, was Halal ist, was Makruh ist, was Haram ist. Dann wird erklärt, werden die Säulen des Islam genannt, weil man die auch wissen sollte. Dann wird erklärt, dass der Islam nicht von Muslim abhängig ist, sondern dass der Islam Koran und Sunna ist. Eine wichtige Grundlage für den Glauben. Dann, dass der Islam nicht nur für die Moschee ist. Das ist sozusagen die Einleitung. Okay? Das sind sozusagen die ersten 8 Vorträge, die sind sozusagen zur Einleitung Grundverständnis vom Islam. Dann geht es los mit der, dann geht es um die erste Säule des Islam, die Shahada, ja, was genau die Bedeutung der Shahada ist, des Glaubensbekenntnisses. Und dann geht es um die 6 Säulen des Iman.
Das heißt, Entschuldigung, die ersten 10, die ersten 9 Vorträge sind sozusagen die Einleitung. Und dann geht es los mit den Säulen des Iman. Ja? Da geht es dann um die Herrschaft Allahs. Da geht es dann um die Einzigkeit in der Anbetung. Dann geht es darum, was Anbetung Gottesdienst überhaupt ist. Dann geht es um die Namen Allahs. Dann geht es um den Glauben. Dann kommen wir zum Glauben an die Engel. Dann kommen wir Glauben an die Bücher. Dann der Glaube an den Koran. Dann, welche Haltung haben wir Muslime zur Bibel? Sehr wichtiges Thema für jemanden, der hier lebt. Vielleicht dieses Kind wird irgendwann mal konfrontiert mit christlichen Predigern, die sagen, ja, aber im Koran steht ja, dass ihr an die Bibel glauben müsst und in der Bibel steht was ganz anderes. Das ist doch ein Widerspruch. Da weiß man schon, wie man darauf antworten kann. Ja, und muss wieder einen Vers vom Koran dazu auswählen. Dann der Glaube an die Gesandten. Was bedeutet das? Dann der Glaube an Jesus. Wie glauben wir genau an Jesus? Sehr wichtig, gerade wenn man hier lebt. Dann die Besonderheiten der Propheten. Sehr, sehr wichtig. Was sind Eigenschaften, Besonderheiten der Propheten? Ja, da kann man dann auch zum Beispiel darauf antworten, wie die Christen zum Beispiel die Propheten sehen. Ja? Viele christliche Missionare versuchen, sich den Islam schlecht zu machen, indem sie erzählen, ja, guck mal, was Mohammed gemacht hat, bla bla bla. Aber ihren eigenen sie glauben laut ihrer eigenen Religion gar nicht dran, dass Propheten überhaupt fehlerfrei sein müssen. Dann die Zeit vor der Berufung zum Propheten. Dann, also hier wird jetzt ganz viel auf die Sira eingegangen. Das heißt, beim Glauben an die Propheten mache ich sozusagen einen großen Schwenker und rede dann sehr stark über das Leben des Propheten Mohammed a.s. Das heißt, erstmal seine Zeit, bevor er Prophet wurde. Und ich versuche das immer so leicht wie möglich zu machen. Das heißt, ich bin dort mit Kindern am Sitzen, deswegen hat das auch so lange gedauert, weil ich muss halt immer auch schauen, wann die Kinder Zeit haben, wann ich Zeit habe. Da bin ich quer durch Deutschland gereist, weil ich doch bestimmte Kinder verbrauchte, die dazu geeignet sind. Ja, weil manche sind zu laut, zu umständlich. Das sind sehr gut erzogene Kinder, mashallah. Möge Allah die auch belohnen und die Eltern. Und wie gesagt, bei dieser ganzen Vortragsserie war der Vorstand der Moschee in Braunschweig dabei. Möge Allah die Brüder segnen und ihnen helfen. Und er hat jeden Vortrag mitgesehen auch, ja. Und er hat gesagt, er hat so, und ihr müsst euch vorstellen, jede Woche kommen dort mehrere Prediger in die Moschee, seit Jahren. Und er hat selber gesagt, bei dieser Serie, das ist nicht nur für Kinder, sagte er, ich lerne hier so viele Sachen, von denen ich noch nie was gehört habe. Deswegen sage ich, das ist eigentlich nicht nur für Kinder, es ist ursprünglich für Kinder gemacht, aber es ist auch für Erwachsene super geeignet. Wallahu alam, das ist meine Meinung. Und sehr, sehr nützlich. Dann Mohammed nach der Berufung in Mekka, dann die Islamannahme von Hamza und Omar, der Boykott, das Jahr der Trauer, Isra und Miraj. Also all die Sachen punkte ich kurz an, damit das Kind sozusagen aufwächst, aber wie gesagt auch für Erwachsene, mit einem Grundverständnis, wie der Prophet a.s. gelebt hat. Dann die letzten Jahre in Mekka, dann der Anfang von in Medina bis Badr, dann die Schlacht von Uhud, dann vom 4. Jahr nach Hijra bis zum Tod. Ja? So. Das heißt, kurz zusammengefasst, die Sira des Propheten. Gerade auch wichtige Ereignisse, um zu verstehen, warum wir vom Propheten überzeugt sind. Dann der Prophet Nuh, gehe ich kurz auf den Propheten Nuh ein. Der Prophet Ibrahim. Und jedes Mal ein Vers vom Koran. Dann Ibrahim mit seinem Volk. Ibrahim und das Schlachten von Ismail. Dann, was passierte mit Musa als Kind? Berufung von Musa zum Propheten. Konfrontation des Pharao und Zauberei. Der Tod des Pharaos. Die Geburt von Jesus. Die Geschichte von Ayub. Weil ich diese Geschichte sehr nützlich fand. Gerade für Kinder. Dieses Leid von Ayub zu erklären. Warum? Da kommt dann dieses Thema, was man gerade hier braucht, wenn man mit Säkularisten und Liberalisten konfrontiert wird. Warum gibt es Leid auf der Welt? Oder mit Atheisten konfrontiert wird. Adam und die Niederwerfung der Engel. Dann gehe ich über bei dem Glauben an die Propheten an einen anderen Teil, der mit der Akida von Ahlus-Sunnah wal-Jamaa sehr stark zu tun hat, nämlich wie glauben wir an die Sahaba?
Das heißt, die besten Menschen nach den Propheten. Ja? Dann, warum ist es so gefährlich, die Sahaba zu beschimpfen? Immer mit Versen vom Koran. Dann, die Mütter der Gläubigen, weil das sind ja auch, gehören auch zu den Sahabiyyat und Untergruppe, die Mütter der Gläubigen. Und da lernen wir direkt, dass der Prophet in Polygamie gelebt hat, warum es das gibt, dass das nichts Schlimmes ist und so weiter und so fort, damit die Kinder auch schon direkt wissen, wie sie auf solche Sachen antworten können und nicht durcheinander gebracht werden können. Aber wie gesagt, es ist nicht nur für Kindergarten, sondern auch für Erwachsene. Dann die Weisheit hinter den Ehen. Dann die Ehe mit Aisha. Weil die werden vielleicht irgendwann mal konfrontiert. Ja, aber Aisha war so jung gewesen. Wie antwortet man darauf? Ja? Das heißt, bei dem Glauben an die Propheten gehe ich dann über zu den Sahabern, gehe ich über zu den Müttern der Gläubigen, gehe ich über an die Weisheit der mehreren Ehen. Da, also das heißt, Scheinargumente gegen den Propheten werden gleichzeitig widerlegt. Die Weisheit hinter der Heirat mit Aisha. So, warum erlaubt der Islam die Ehe? Werde ich dann da erklären, weil das ist ein Thema, womit der Islam angegriffen wird, gerade hier in Europa. Dann gehen wir über nach den Sahabas, auch wichtig, und auch Imam Tahawi erwähnt das. Das heißt, der Glaube an die Propheten, Glaube an die Sahaba, dann die Wertschätzung der Gelehrten. Jetzt gehe ich zurück zu einem anderen Thema, was mit den Frauen zu tun hat. Warum Kopftuch? Das heißt, ich packe diese ganzen Themen, die relevant sind für Europa, packe ich nochmal mit rein. Ja, dann Weisheiten des Kopftuchs. Dann Ehrenmord und Zwangsheirat. Das heißt, Scheinargumente versuche ich hier beizubringen, Kindern schon in der Grundschule, wie sie auf solche Scheinargumente antworten können. Das packe ich alles rein unter dem Thema, das heißt, ich schweife hier ab bei dem Thema Glaube an die Propheten bis zum Thema Kopftuch. Warum? Was habe ich eben gesagt? Alle Regeln des Islam, die irgendeinem Käfir nicht gefallen oder mit der Islam angegriffen wird, gehen zurück auf was? Gehen zurück an den Glauben an die Propheten und darunter an den Glauben an den Propheten Muhammad a.s. Immer ein Vers dazu. Dann die islamische Ehe allgemein. Dann Wert der Frau im Islam, weil das auch etwas ist, womit der Islam angegriffen wird. Das heißt, wir waren Mütter der Gläubigen. Jetzt reden wir über den Wert der Frau im Islam. Wie verhält man sich mit fremden Frauen, fremden Männern? Dann Rechte der Ehefrau. Weil wir gerade über die Ehe des Propheten geredet haben, reden wir direkt über die Rechte der Ehefrau. Dann Rechte Ehemanns gegenüber seiner Frau. Dann die Rechte der Eltern. Versteht ihr? Es geht eigentlich um Säul des Imans. Und dann packen wir noch diese ganzen Sachen mit rein. So. Rechte der Kinder. Okay, das haben wir auch noch mit reingepackt. Alles diese Sachen haben wir noch reingepackt. Als Unterstufe, relevantes Thema für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene, wie gesagt, in Verbindung mit dem Glauben an die Propheten. Dann der Glaube an den jüngsten Tag. Der Glaube an den jüngsten Tag. So, erstmal, was ist dieser Glaube? Die kleinen Zeichen des jüngsten Tages. Dann Mehdi, Isa und der Dajjal. Dann Ya'juj und Ma'juj und Dhul-Qarnayn. Dann die Zerstörung von Ya'juj und Ma'juj. Also könnt ihr euch vorstellen, danach, wenn die dieses Programm durchhaben, 2 Jahre, ihr gebt das den Kindern, ihr schaut euch das, und die Eltern sollen dann mitmachen. Das heißt, es ist wichtig, dass die Eltern mit den Kindern mitmachen. Aber wie gesagt, das ist nicht nur für Kinder. Wenn ihr zum Beispiel eurem Kind, das in der ersten Klasse ist, mit dem das Programm macht, und ihr werdet sehen, da sitzen teilweise 5-jährige Kinder vor mir und ich rede mit denen und stelle denen Fragen und dann antworten die zurück. Und das ist interessant, sich das auf diese Art und Weise anzuhören. Dann andere große Zeichen des jüngsten Tages. Dann, welchen Wert hat die Dunya? Wichtig in Verbindung mit Achira, ja, mit dem Jenseits, zu wissen, welchen Wert hat die Dunya? Dann der Moment des Todes. Was passiert, wenn ein Mensch stirbt? Stellt euch vor, ein Kind in der 4. Klasse weiß schon genau, was dort passiert, was der Koran sagt. Und immer wieder ein Vers aus dem Koran dazu. Dann die Befragung im Grab. Dann Gründe für ein böses Ende. Dann die Strafe im Grab. Dann die Glückseligkeit im Grab. Dann die Erschaffung der Seele von Adam. Dann die Erschaffung unserer Seele. Dann Tauba, Reue. Warum? Was hat das jetzt zu tun? Wir haben gerade von Adam geredet, über die Seelen. Jetzt ist es wichtig, über Tauba und Reue zu sprechen, weil Adam Tauba gemacht hat von seinem Vergessen.
Dann das Blasen ins Horn. Dann die Fürsprache. Kategorien der Fürsprache, Schäfer. Das erste, was am jüngsten Tag abgerechnet wird. Abrechnung und Bücher. Ja, dann die Waage. Am jüngsten Tag die Waage. Dann das Becken des Propheten, a.s.w. Dann die Brücke über der Hölle. Dann die Existenz des Paradies, existieren Paradies und Hölle schon. Dann Beschreibung der Hölle. Essen, Trinken, Kleidung der Hölle. Die Bestrafung der Höllenbewohner. Eintritt ins Paradies. Beschreibung des Paradieses. All diese Sachen halt so, dass das wirklich kinderleicht erklärt ist. Und hier ist halt dieses Schema wenig, aber wenig, aber diszipliniert und regelmäßig. Ja. Der Prophet a.s.w. sagte, Ahabbu l'amali ilallah akkaluha adwamuha wa inqal. Die besten Taten bei Allah sind die regelmäßigen, selbst wenn sie wenig sind. Dann die Paradiesbewohner. Dann der Genuss des Paradieses. Gemeinschaft im Paradies. Der größte Genuss im Paradies. Dann gesunder Menschenverstand. Warum jetzt gesunder Menschenverstand? Weil ich gehe jetzt auf Qadar ein und dann müssen wir verstehen, was gesunder Menschenverstand ist. Qadar, die Vorherbestimmung. Dann die Vorherbestimmung. Dann Iman und Kuffer und dann, Iman und Kuffer, dann Nawakidul Iman und Hinderungsgründe dazu. Okay, das wollte ich nur kurz gesagt haben. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ihr eigentlich hier gar nicht kommentieren könnt. Na, ist egal. Gut. Was soll ich noch sagen? Keine Ahnung. Okay. Dann wünsche ich euch was. Wollte ich euch nur kurz gesagt haben. Und die Sache ist folgendes. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe bisher in all den Jahren noch nie etwas verlangt für Vorträge. Die Sache ist diesmal so, ich wollte eigentlich diese ganzen Sache auch kostenlos anbieten, nur das ganze Herstellen dieser Vorträge hat erstmal unheimlich viel Geld gekostet, unheimlich viel Zeit, diese ganze Aufwand rumzufahren. Und jetzt auch noch dieses Computerprogramm zu erstellen, das wird auch vieles kosten. Und ich muss auch schauen, wie es bei mir weitergeht. Und ich war trotzdem schweren Herzens. Ich wollte es eigentlich so freigeben. Aber was mich davon überzeugt hat, hierfür einen geringen Monatsbeitrag zu nehmen, indem man sich da einloggen kann, ist Folgendes. Wir haben gemerkt, ich habe gemerkt in den ganzen Jahren, dass etwas, was nichts kostet, bei den Leuten keinen Wert hat. Ja, du machst zum Beispiel eine Vortragsserie über die Sira. Du siehst, der erste Vortrag hat, was weiß ich, wie viele Klicks. Der letzte Vortrag hat viel weniger Klicks. Ihr könnt das sehen. Ich habe, glaube ich, insgesamt 41 Vorträge mittlerweile über die Sira. Und hier ist es halt wichtig, nicht nur, dass man es einfach anguckt, sondern dass man mitarbeitet. Dass man wirklich Interesse hat, mitzuarbeiten. Dass man diese Fragen, die man zu den Modulen hat, durchgeht. Dass man die bestimmten Verse lernt. Das ist einfach sehr, sehr wichtig. Und ich bin einfach der Überzeugung, dass die Leute mehr davon profitieren werden, wenn sie einen geringen Monatsbeitrag bezahlen, um in dieses Programm hineinzukommen.